Hey, ich bin Ophelia und komme aus dem Vereinigten Königreich. Ich bin auf ein Mädcheninternat gegangen. Es war der deprimierendste Ort im Universum. Strenge Lehrer, Uniform und 1000 dumme Regeln. Regel Nummer 1 war, keine Jungen auf dem Schulgelände. Das ist übrigens unsere Schulleiterin, Mrs. Roberts. Obwohl sie wie eine Zimtrolle aussah, hat sie die Seele eines bösen Drachen. Sie konnte manchmal eine echte Nervensäge sein. Einmal wäre ein Mädchen fast von der Schule verwiesen worden, weil sie mit Nagellack in den Unterricht kam. Maniküre galt in unserer Schule als schreckliches Verbrechen. Das ist doch verrückt, oder? Es war aber nicht alles schlecht. Meine beiden besten Freundinnen Rose und Sophie gingen auf das gleiche Internat wie ich. Unsere Freundschaft begann mit einem lustigen Vorfall. Als Kind war ich sehr schüchtern. Als meine Eltern mich auf das Internat schickten, hatte ich Angst, mit den anderen Schülerinnen zu sprechen. Ich teilte meine Geheimnisse nur mit meinem Tagebuch. Wollt ihr ein Geheimnis wissen? Damit habe ich nie aufgehört, selbst als ich älter wurde. Es gab nichts, was ich meinem Tagebuch nicht erzählte. Ich wurde in das Zimmer von Rose und Sophie gesteckt. Eines Nachts wachte ich auf und sah Rose im Dunkeln auf den Flur hinausgehen. Ich fand das seltsam und folgte ihr. Rose kam zur Tür des Schulleiterbüros und schrieb mit einem Filzstift, Mrs. Roberts ist eine Stinkerin. Ich bemerkte, dass ihre Augen geschlossen waren und sie sogar ein wenig schnarchte. Das hat mich erschreckt. Ich weckte Sophie auf und erzählte ihr, was passiert war. Rose schlafwandelt manchmal. Sie läuft im Schlaf durch die Schule und macht Ärger. Rose legte sich wieder ins Bett und schlief weiter. Sophie und ich wuschen den Marker ab, damit unsere Mitschülerin nicht bestraft wurde. Am nächsten Morgen erzählten wir Rose lachend von ihrem Blödsinn. Was habe ich geschrieben? Mrs. Roberts ist eine Stinkerin? Ich wäre erledigt gewesen. Mädels, danke, ihr seid Lebensretterin. Wir umarmten uns und seitdem waren wir unzertrennlich. Im Laufe der Jahre haben wir oft Pyjama-Partys veranstaltet und uns gegenseitig unsere tiefsten, dunkelsten Geheimnisse erzählt. Habt ihr gehört, dass die Lehrerin mich für die Mathe-Klausur gelobt hat? Ich hab total geschummelt. Psst, ich hab ein faules Ei in die Handtasche der Direktorin gelegt. Sagt es nicht weiter. Deshalb hat sie also eine ganze Woche lang wie ein Stinktier gestunken. Ich hatte keine großen Geheimnisse. Also erzählte ich ihnen, dass ich ein Tagebuch führte und über alle unsere Abenteuer darin schrieb. Meine Freunde starrten mich an. Ophelia, hast du eine Ahnung, was passieren würde, wenn das Tagebuch in die falschen Hände gerät? Entspannt euch. Niemand wird es jemals finden. Eure Geheimnisse sind besser geschützt als Geld auf einer Schweizer Bank. Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass ein neues Mädchen namens Joan in unsere Klasse versetzt worden war. Sie war zurückhaltend und still, sprach mit niemandem und kaute ständig an ihren Nägeln. Unsere Mitschülerinnen fingen sofort an, auf ihr herumzuhacken. Igitt, warum gibt es in unserer Schule keine Gesichtskontrolle? Heutzutage lassen sie jeden rein. Das Schlimmste war, dass meine Freunde anfingen, auch über Joan dumme Gerüchte zu verbreiten. Ich habe von ihrer Mitbewohnerin gehört, dass die Spinnerin unter dem Bett schläft. Man munkelt, dass sie Käfer zum Frühstück isst. Ich wusste, wie schwer es war, das neue Mädchen zu sein. Joan schien ein wenig seltsam zu sein, aber sie hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden. Mädels, hört auf damit. Sie hat es so schon schwer genug. Ich möchte mich mit Joan anfreunden. Ophelia, du bist so nett. Eines Tages wird dich das in Schwierigkeiten bringen. Ich hörte nicht auf Sophie und setzte mich beim Mittagessen neben das neue Mädchen. Sie sah mich ungläubig an. Du bist eines der belebtesten Mädchen hier. Warum solltest du mit jemandem wie mir befreundet sein wollen? Ich überzeugte sie, dass es keinen Haken gab. Wir aßen zusammen zu Mittag und lernten uns besser kennen. Joan entpuppte sich als ein interessantes und nettes Mädchen. Ich gab ihr ein paar Tipps, wie sie sich an unsere Schule gewöhnen konnte. Ich danke dir, Ophelia. Schon lange ist niemand mehr so freundlich zu mir gewesen. An diesem Abend machten meine Freunde und ich gerade unsere Hausaufgaben, als jemand an unsere Tür klopfte. Ich schaute in den Flur, aber es war niemand da. Allerdings sah ich eine Geschenkbox mit einem Zettel auf dem Boden. Für Ophelia, das schönste Mädchen der Schule. Wer hat das hinterlassen? In der Schachtel befanden sich Süßigkeiten. Rose und Sophie lasen den Zettel und begannen zu kichern. Oh, sieh mal, Ophelia hat einen heimlichen Verehrer. John muss ihn geschickt haben. Hat sie sich in dich verliebt? Ich habe meinen Freunden gesagt, dass sie nur eifersüchtig sind und wir haben eine Kissenschlacht gemacht. Ich war mir sicher, dass John mir nur für meine Hilfe danken wollte. Aber dann fing sie an, sich seltsam zu verhalten. Das neue Mädchen folgte mir wie ein Schatten. Sie hinterließ mir Geschenke und Notizen und schickte mir Textnachrichten mit Komplimenten.
Am Anfang fand ich das einfach nur süß von ihr, aber es wurde sehr schnell lästig. Eines Tages fand ich Blumen auf meinem Bett. Genug war genug. Ich hatte die Nase voll von Jeans Mätzchen und beschloss, ein ernstes Gespräch mit ihr zu führen. Ich kam in ihr Zimmer, aber es war niemand da. Ich sah jedoch etwas, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Über dem Bett meiner Mitschülerin hingen Fotos von mir und daneben lagen die Haarspangen, die ich verloren hatte. Hatte sie meine Sachen durchwühlt? Das war so unheimlich. Jan war besessen von mir. Ich wollte es eigentlich nicht. Aber ich beschloss, Mrs. Roberts alles zu erzählen, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. Aber sie hat nicht so reagiert, wie ich gehofft hatte. Ophelia, gib John etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Sie ist schon lange nicht mehr zur Schule gegangen und daher nicht mehr daran gewöhnt. Sie könnte jetzt wirklich eine Freundin gebrauchen. Was meinen Sie? Wo war John früher, bevor sie hierher kam? Sie sah weg, ohne mir eine Antwort zu geben. Mir wurde klar, dass die Direktorin etwas über das neue Mädchen verheimlichte. Ich musste herausfinden, was es war. Ich schrieb Sophie eine Nachricht und bat sie, Mrs. Roberts abzulehnen. Meine Freundin hat mich nicht enttäuscht. Sie rannte sofort ins Büro der Direktorin und sah aus, als wären Außerirdische in die Schule eingedrungen. Mrs. Roberts, jemand hat an die Wand der Toilette geschrieben, dass sie Popel essen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Was? Oh, da wird jemand nachsitzen. Die Direktorin wurde weiß vor Wut und stürmte aus dem Büro. Ich weiß nicht, was du vorhast, Ophelia, aber du hast 3 Minuten Zeit. Meine Freundin rannte der Direktorin hinterher und ich begann auf Mrs. Roberts Computer nach Informationen über das neue Mädchen zu suchen. Gee, ihr werdet nie erraten, was ich herausgefunden habe. Es stellte sich heraus, dass Jam, bevor sie auf unsere Schule wechselte, 1 Jahr in einer psychiatrischen Klinik verbracht hatte. Wahnsinn. Mir lief es kalt den Rücken herunter. Ich ging zurück in mein Zimmer und erzählte meinen Freunden von allem. Wir haben dir doch gesagt, dass mit dem Mädchen etwas nicht stimmt. Nun habe ich es auch verstanden. Ich beschloss, mich von Jan fernzuhalten. Zum Glück war es Wochenende. Ich konnte nach Hause gehen und meine Probleme für ein paar Tage vergessen. Aber ich konnte nicht aufatmen. Ich kam nach Hause und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Mom und Dad, ich bin zu Hause. Ihr werdet nicht glauben, was für eine Woche ich hinter mir habe. Dann sah ich, dass eine Frau mit meinen Eltern in der Küche war. Süße, das ist meine Freundin aus Kindertagen, Olivia. Sie hat eine Tochter in deinem Alter. Sie ist vor kurzem an deine Schule gewechselt, also habt ihr euch vielleicht schon kennengelernt. Mom sagte, dass Olivias Tochter in meinem Zimmer sei und mich gebeten habe, mit ihr abzuhängen, während die Erwachsenen beschäftigt seien. Mein Magen war wie verknotet, denn ich wusste sofort, von wem sie sprach. Ich rannte in mein Zimmer und keuchte. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. Diese Verrückten, Jan, probierte meine Sachen vor dem Spiegel an. Ophelia, hallo! Unsere Mütter sind Freundinnen. Kannst du dir das vorstellen? Wir können jetzt noch mehr Zeit miteinander verbringen. Cool, oder? Cool? Es war eine verdammte Katastrophe. Ich verlor die Beherrschung und schrie Jan an. Du Spinnerin! Wage es nicht, meine Sachen anzufassen oder mir noch einmal zu nahe zu kommen. Sie brach sofort in Tränen aus und rannte weg. Meine Mutter kam bei dem Lärm angerannt. Ophelia, wie kannst du nur so unhöflich sein? Ich habe ihr gesagt, dass Jan mir ständig in der Schule folgt, meine Sachen durchwühlt und sich wie ein besessener Fan aufführt. Ich habe auch herausgefunden, dass sie 1 Jahr in einer psychiatrischen Klinik verbracht hat. Sie macht mich wahnsinnig. Ich dachte, das würde Mom auf meine Seite bringen. Aber sie setzte mich auf in mein Bett und seufzte traurig. Setz dich, Süße. Ich muss dir etwas sagen. Bitte sei nachsichtig mit Jan. Sie hat kürzlich ihren Vater verloren. Sie hat den Verlust sehr schwer verkraftet und musste sogar einige Zeit in dieser Klinik verbringen. Mein Herz sank. Jetzt wusste ich, warum Jan sich so seltsam verhalten hatte. Ich schämte mich und beschloss, mich zu entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ich wusste nicht, dass du so viel durchgemacht hast. Als Dad starb, habe ich mich von allen abgeschottet. Nachdem ich aus der Klinik zurückkam, wandten sich meine Freunde von mir ab. Ich war sehr einsam. Du warst nett zu mir und ich habe mich an dich geklammert. Tut mir leid, ich werde dich nicht mehr belästigen. Um ehrlich zu sein, mochte ich Jan nicht wirklich. Aber sie tat mir leid und ich sagte, wir könnten trotzdem Freunde sein. Ich wollte nicht, dass sie sich wieder einsam fühlt. Danke, Ophelia. Du bist die Beste. Wir waren uns einig, dass sie mich nicht mehr wie ein Idol behandeln und versuchen würde, mit den anderen Mitschülern auszukommen. Aber sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. In der Schule folgte sie mir weiterhin wie ein treuer Hund. Sie kopierte alles, was ich tat und wurde eifersüchtig, wenn ich Zeit mit meinen anderen Freunden verbrachte. Immer wenn Jan mich mit Sophie und Rose reden sah, wurde sie wütend und jagte die Mädchen von mir weg. Es hat mich wirklich geärgert. Aber ich hatte Mitleid mit Jan und habe es hingenommen. Eines Tages organisierten meine Freunde eine Intervention. Ophelia, warum hängst du noch mit ihr rum? Um ehrlich zu sein, habe ich Jan satt, aber sie tut mir auch leid.
Du kannst nicht immer nett sein. Dieser Psycho wird dir noch wehtun. Merk dir meine Worte. Ich wusste, dass sie recht hatte, aber ich konnte nicht anders. Bald erzählte jemand unserem Mathelehrer, dass Sophie geschummelt hatte und sie musste nachsitzen. Am selben Tag erfuhr der Direktorin von Rose Streich mit dem faulen Ei. Und dann erzählte irgendeine Schlange allen im Gruppenchat der Schule, dass Rose Schlaflanderin sei. Das war so gemein. Das Schlimmste war, dass meine Freunde dachten, ich hätte sie verpfiffen. Niemand außer dir wusste von diesem Ding. Du weißt, dass ich euch das nie antun würde. Ich schlug vor, eine Pyjama-Party zu veranstalten, in der Hoffnung, dass wir damit alles klären würden. Okay, aber du kannst Jan nicht mitbringen. Macht euch darüber keine Sorgen. Ich bringe Snacks. Meine Freundinnen tauschten hinterhältige Blicke aus und sagten, sie würden ihre Freunde zur Party einladen. Ich zögerte. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wenn die Direktorin herausfindet, dass ihr Jungs hierher gebracht habt, wird sie ausrasten. Am Ende haben sie mich überredet. Okay, ich hoffe, niemand erfährt davon. Ich war allein in unserem Zimmer, als Jan hereinkam und mich fragte, ob wir uns zusammen einen Film ansehen wollen. Ich sagte ihr, dass ich bereits Pläne für den Abend hätte, wandte mich ab und tat so, als würde ich etwas in meiner Handtasche suchen. Ich wollte ihr nicht in die verletzten Augen schauen. Aber ich konnte immer noch spüren, wie sie mich düster anstarrte. Buh. Bald ließen meine Freundinnen ihre Freunde in unser Zimmer und wir begannen Spaß zu haben. Wir spielten Brettspiele, erzählten uns Gruselgeschichten und hörten leise Musik. Wir hatten eine tolle Zeit, ohne jemanden zu stören. Dann rief John mich an und bat mich, in ihr Zimmer zu kommen. Konnte sie mich nicht einmal einen Tag lang in Ruhe lassen? Leute, habt Spaß, ich bin gleich wieder da. Ich kam in Jans Zimmer und fragte sie, was passiert war. Sie sah mich unschuldig an und reichte mir zwei Cremetuben. Ophelia, ich habe ein ernstes Problem. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Creme besser ist. Ich war mit meiner Geduld am Ende. Wollte sie mich auf den Arm nehmen? Was kam als nächstes? Würde Jan mich bitten, auch mit ihr auf die Toilette zu gehen? Igitt. Ich wollte sie anschnauzen, aber ich hatte Angst, ihre Gefühle wieder zu verletzen. Also zeigte ich auf eine der Cremes und ging zurück in unser Zimmer. Aber ich erlebte eine unangenehme Überraschung. Es stellte sich heraus, dass jemand der Rektorin von den Jungen in der Schule erzählt hatte. Ich hörte sie schreien, lange bevor ich ins Zimmer kam. Sophie, Rose, ihr seid eine Schande für diese Schule. Ich werde euch vom Internat verweisen lassen. Oh nein, verdammter Mist, das war schlecht. Alles nur nicht das. Mrs. Roberts führte die Jungs weg und meine Freunde starrten mich an. Ophelia, hast du uns reingelegt? Niemand sonst wusste, dass sie kommen würden. Bist du gegangen, um die Direktorin hierher zu rufen? Bedeutet dir unsere Freundschaft so wenig? Bleib weg von uns! Ich versuchte ihnen zu sagen, dass ich es nicht getan hatte und war genauso verwirrt wie sie. In diesem Moment fiel mein Blick auf meine Geheimschachtel. Aus irgendeinem Grund war sie offen. Ich sah, dass mein privates Tagebuch verlegt worden war. Da wurde mir klar, was passiert war. Jan muss es geöffnet haben, während ich in meiner Handtasche kramte und hat so von der Party erfahren. Diese Verrückte muss mein Tagebuch schon sehr lange gelesen haben. So kannte sie unsere Geheimnisse. Das war's. Ich hatte die Nase voll von ihr. Ich stürmte in ihr Zimmer und sagte, dass ich alles weiß. Wie konntest du das tun? Rose und Sophie könnten rausgeworfen werden. Warum hast du das getan? Das geschieht dir recht? Ich habe gehört, wie du gesagt hast, du wärst nur aus Mitleid mit mir befreundet. Jetzt wirst du wissen, wie es ist, einsam zu sein. Und ich werde deine einzige Freundin sein. Ich konnte nicht glauben, dass mir meine Freundlichkeit um die Ohren flog. Ich hatte so lange Mitleid mit Jan, aber sie hatte eine Grenze überschritten. Ich habe ihr alles gesagt, was ich von ihr dachte. Ich wollte dich nicht traurig machen und habe versucht, dir eine gute Freundin zu sein. Aber du benimmst dich wie eine Verrückte. Deshalb mögen dich die Leute nicht. Wir würden nicht einmal Freunde sein, wenn wir die letzten Menschen auf der Erde wären. Sie brach in Tränen aus, jagte mich aus ihrem Zimmer und schloss die Tür ab. Am nächsten Morgen überkam ich ein schlechtes Gewissen. War ich zu hart zu ihr gewesen? Dann kamen meine Freunde auf mich zu und sagten, Jan hätte ihnen gesagt, dass ich sie nicht verraten hätte. Sie nahm sogar die Schuld an der Party auf sich. Rose und Sophie würden nicht rausgeschmissen werden. Ich wollte mit Jan sprechen, aber es stellte sich heraus, dass sie ihre Mutter gebeten hatte, sie nach Hause zu bringen. Sie ist doch nicht ans Handy gegangen. Die Zeit verging. Die Dinge kehrten zur Normalität zurück. Ich hatte wieder zwei beste Freundinnen, aber tief im Inneren machte ich mir Sorgen, dass ich zu unhöflich zu Jan gewesen war. Eines Tages kam ich über das Wochenende nach Hause und sah eine Gruppe von Jugendlichen auf der Straße. Zuerst habe ich Jan gar nicht erkannt. Sie war von Freunden umgeben, lachte und strahlte vor Glück. Unsere Blicke trafen sich und sie kam auf mich zu. Ophelia, hallo. Ich wollte mich schon lange dafür bedanken, dass du mir die Augen geöffnet hast. Natürlich war ich zuerst wütend, aber dann habe ich gemerkt, dass du recht hattest. Also habe ich an mir gearbeitet und jetzt habe ich tolle Freunde. Wow, ich freue mich so für dich.
Ich habe Folgendes gelernt, Leute. Man sollte mit niemandem aus Mitleid befreundet sein. Man sollte immer ehrlich sein, weil das der einzige Weg nach vorne ist. Bittere Wahrheit ist besser als süße Lügen, oder? Sagt mal, habt ihr in der Schule coole Abenteuer mit euren Freunden erlebt?